Sehr geehrte Damen und Herren, Investitionen in die Infrastruktur sind erstmal positiv für die Wirtschaft und haben positive Auswirkungen auch für die Bürger. Von daher stimmen wir als AfD-Fraktion dem Antrag grundsätzlich zu. Allerdings handelt es sich hierbei um die Erarbeitung eines Konzepts. Ein Konzept kann auch beinhalten, dass an bestimmten Stellen in der Stadt WLAN oder Freifunk eben nicht sinnvoll ist. Also das Konzept muss natürlich sich daran orientieren, was ist sinnvoll, wo gibt es überhaupt Bedarf. Also für zwei, drei Leute, die das dann nutzen oder wenige, die untereinander Daten austauschen, ist das vielleicht dann doch nicht der Fall. Generell steigert natürlich WLAN-Verfügung auch die Attraktivität der Innenstadt. Von daher sehen wir das dort auch als sinnvoll an. In den Randgebieten ist das allerdings schon ein bisschen die Frage. Gerade in Zeiten, wo heutzutage jeder ein Handy hat mit Internetzugriff, frage ich mich ehrlich gesagt, wie viele Leute das dann nachher nutzen. Und grundsätzlich, die Idee von dem Freifunk ist eine interessante Sache. Kann man untersuchen, sehen wir auch so. Allerdings gibt es hier in Braunschweig auch einen Verein für den Freifunk. Dieser Verein auf der Webseite schreibt auch ausdrücklich davon, dass dieser Verein unterstützt werden kann. Also das wäre auch eine Möglichkeit, dass der Rat diesen Verein unterstützt, anstatt dass jetzt hier selbst Freifunk-Router aufgebaut werden, die dann mit Personal von der Verwaltung betreut werden müssen, wo vielleicht dann auch nicht das Know-how in dem Maße vorhanden ist oder Personal gebunden wird für Dinge, die jetzt vielleicht nicht primär wichtig sind. Also grundsätzlich Zustimmung, aber wie gesagt, das Ganze ist ein Konzept und bei dem Konzept muss man dann sehen, was dann dabei rauskommt. Danke.